Favoritenvideo von mir. Das ist, glaube ich, schon wieder länger überfällig. Und ich fange direkt an. Als erstes Mal habe ich diese Mascara. Die war in keiner Box. Die hatte ich zugeschickt bekommen mit den Produktneuheiten von Essence. Und die, ja, dachte ich erst, ja gut, sieht ganz okay aus. Und ich finde die richtig gut, muss ich sagen. Also die heißt Multi-Action Volume Mascara. Und was ich an der besonders gut finde, ist, dass sie wirklich die Wimpern trennt. Also bei den meisten Volumen-Mascaras, finde ich, ist es viel zu schnell so, dass die Wimpern zusammengeklebt werden. Und wenn man dann eh schon wenig Wimpern hat, dann hat man dann noch so drei Büschel rumstehen. Und ja, das bringt mir dann auch nicht wirklich viel, wenn die drei Büschel voluminös sind. Und die hier ja, trennt die Wimpern echt gut. Und was so ein bisschen nicht so toll ist, ist, dass die Wimpern ihren Schwung so ein bisschen verlieren. Aber dafür benutze ich einfach eine Wimpernzange und eine andere Mascara danach, bei der ich sehr guten Schwung reinbekomme. Wie ich das genau mache, zeige ich euch auch nochmal hier im Video. Das verlinke ich euch einfach. Ansonsten finde ich die echt gut, weil die wirklich ja, Volumen macht und gleichzeitig die Wimpern trennt. Und auch Länge kommt so ein bisschen mit rein. Aber größtenteils finde ich halt super, dass sie so schön trennt. Und ja, deshalb finde ich die super toll. Super toll. Dann war ich in Berlin und habe mir da auch im Kiko was gekauft, und zwar diesen Kiss Balm von Kiko in der Farbe. Steht jetzt, glaube ich, gar nicht. Doch, 06 Blackberry. Der Ton sieht so aus und ich habe den auch gerade auf den Lippen. Also es ist halt wirklich so ein Lip Balm, was ich ganz cool finde, weil ich mag halt keine Lipglosse, aber ich wollte ja halt trotzdem mal so ein bisschen so ein glossigeres Finish haben, und das macht das eigentlich echt schön und die Farbe ist super. Und das riecht auch so ein bisschen beerig, würde ich fast sagen. Ja, ich glaube, das soll sogar so sein. Und das hat Lichtschutzfaktor, also eigentlich alles super. Ich finde die Farbe total schön. Ich finde, die kann man sehr gut im Alltag tragen. Ist trotzdem so ein bisschen was anderes als so ein normaler Lippenstiftton. Und die Farbe passt auch super in den Herbst. Deshalb passt das ja auch in diese Fabriken sehr gut rein. Dann kaufe ich mir ständig neue Parfüms, und jetzt habe ich eins von Zara, und das finde ich erstmal von der Verpackung sehr schön, weil das so ein bisschen so Rose Gold ist und ja, relativ schlicht, und ich finde den Geruch sehr, sehr schön. Ich beschreibe euch das nicht, weil ich kann es euch nicht beschreiben. Ich würde sagen, wenn ihr Parfüm mögt, das ist ja auch immer so Geschmackssache, riecht es einfach mal. Also ich finde, das riecht sehr, sehr schön, geht einfach in den Laden und riecht dran. Das benutze ich momentan sehr, sehr gerne, gerade jetzt, wo es kälter wird, passt das so ein bisschen besser als so was Fruchtiges. Also es ist schon so ein eher so ein herbstlicher Geruch, würde ich sagen. Und das ist auch einer meiner Favoriten. Dann hat mir eine Freundin aus England diese Handcreme mitgebracht. Und die finde ich auch sehr gut, weil die pflegt halt sehr schön, aber die ist nicht so fettig und zieht nicht ein und so. Die zieht halt sehr schnell ein, und man hat trotzdem recht gepflegte Hände so. Und deshalb finde ich die echt gut. Die ist auch für die Hand and Nail Cream, also auch für die Nägel, aber ich meine, jede andere Creme kann man auch auf die Nägel machen, also ja, aber ich finde die sehr, sehr schön, und die riecht auch gut, muss ich sagen. Manchmal riechen ja Handcremes so ein bisschen, gerade wenn die so pflegend sind, aber die riecht sehr schön, einfach so, ja, so frisch und nach Seife so ein bisschen, und deshalb finde ich die echt gut, so vom Geruch her auch, und eigentlich ist sie so rundum gut, würde ich fast sagen. Und kommen wir zum letzten Produkt, und das ist wirklich mein absoluter Favorit diesen Monat. Ich habe mir das zusammen mit meiner Mitbewohnerin geholt, weil wir uns nicht sicher waren, ob das jetzt so wirklich gut ist oder nicht. Und zwar ist es dieses Rosenwasser. Das kennt ihr bestimmt, da habt ihr bestimmt schon von gehört. Das benutzen ja viele und da schwören ja auch viele drauf. Und ich war mir unsicher, ob das wirklich was bringt, und ich finde es richtig, richtig gut. Ich habe momentan nicht so sehr mit Pickeln zu kämpfen. Dafür habe ich aber gerötete Haut und vor allem große Poren. Die habe ich auch schon immer. Und bisher hat nichts gegen diese großen Poren geholfen. Und seitdem ich das hier benutze, also ich habe das irgendwie einen Tag benutzt, und Mini meinte dann sofort, ja, wieso sieht deine Haut so gut aus? Und sie wusste halt nicht, dass ich irgendwas Neues benutzt habe. Und ja, deshalb finde ich das schon mal gut, weil so direkt irgendwie so ein Effekt da war. Und zweitens werden meine Poren dadurch irgendwie kleiner. Also das mit den Poren, das ist eigentlich so schwachsinnig, weil kein Mensch sieht, wie groß die Poren sind. Das sehen wir Frauen nur selber, weil wir immer vorm Spiegel stehen und gucken, oh Gott, wie groß sind meine Poren. Und eigentlich sieht es kein Mensch, außer die sind halt so nah an mir dran. Und wie viele Menschen sind das so nah an einem dran? Aber es ist halt irgendwie trotzdem ein schönes Gefühl, wenn man so in den Spiegel guckt und man sieht wirklich, dass die Poren ein bisschen kleiner sind. Sie sind nicht weg, sie sind immer noch da, und sie sind auch immer noch größer als normale Poren. Aber das ist schon normal. Aber ich finde es halt echt gut, dass es wirklich das Hautbild einfach verfeinert. Ich kann nicht so wirklich sagen, was es gegen Pickel macht, weil ich da momentan, wie gesagt, nicht so viel Probleme mit habe. Aber
wenn ihr was sucht gegen große Poren, kann ich euch das echt empfehlen, weil es ist bisher das Einzige, was auch nur annähernd irgendwie was gebracht hat bei mir. Ja, und das waren auch schon meine Favoriten für diesen Monat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe euch mal wieder so ein bisschen Anregung geben können. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!